Oh, wo bin ich denn hier gelandet, Leute? Hä? Ich hab doch gerade auch in meinem Bett geschlafen. Warte mal. Eine ganz normale Minecraft-Welt, aber eine Sache ist ganz und gar nicht normal. Warum ist unter mir Bedrock? Hä? Ein Moment, das kann gar nicht sein. Bedrock gibt es nur ganz am Ende von Minecraft, also ganz unten in den Höhlen. Oh, 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 hä? Warte mal, jetzt check ich gar nichts mehr, Leute. Hä? Überall, wo ich hingehe, spawnt einfach Bedrock. Kann das sein, dass ich zum Bedrock geworden bin und Teil Mensch, halb Bedrock bin? Kann das sein, Freunde? Oder warum verwandelt sich hier alles in Bedrock? Was geht denn jetzt ab, Leute? Hä? Oh, 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 oh. Was macht Simlucky dort vorne? Simlucky? Ich will endlich den Grasblock abbauen. Warum klappt das nicht, Leute? Aua! Ey, Simlucky, sag mir nicht, du bist auch zum Bedrock geworden. Weil alles, was wir berühren, wird einfach zu Bedrock. Schau mal, ich kann nichts abbauen. Ich will einen Grasblock abbauen und es klappt gar nicht. Oh nein. Wie sollen wir so Minecraft zuspielen, Ukri? Wir wollen doch Minecraft zuspielen heute, oder nicht? Ja, ich kann nicht mal dich schlagen. Du bist wahrscheinlich auch ein Bedrock. Ich mach dich jetzt zu Bedrock, Ukri. Komm her, Mann. Oh Mann, Leute, ich check gar nichts mehr. Und zack. Aber Freunde, schau mal, dort oben ist ein Villager-Dorf. Was denkst du, was passiert, wenn wir einen Huhn angreifen mit unserer Hand? Denkst du, es wird auch zu Bedrock, Simlucky? Nein, Ukri, wie sollen wir denn sonst überleben? Da kriegen wir gar kein Essen, Ukri. Hit es! Das ist auch zu Bedrock geworden, Simlucky. Oh nein. Oh nein. Wie können wir jetzt überhaupt in Essen kommen, wenn wir nicht mal Hühner schlagen können? Oh, ich hab's fast bekommen. Warte mal, ich habe eine Idee. Zack, ja. Hast du das gesehen? Nein. Ich habe das einfach in Bedrock draufgehen lassen. Ich hab's in Bedrock gebackt. Ey, Leute, ich habe die Taktik raus. So kommen wir auf jeden Fall schon mal an Essen. Aber Simlucky, wie kommen wir an Holz? Stimmt. Wie kommen wir an Holz, Leute? An Holz zu kommen ist ja unmöglich, weil wir können das ja nicht abbauen. Weil Bedrock ist unzerstörbar. Und alles, was wir berühren, wird zu Bedrock, Leute. Das heißt, wir können keine Werkbank machen. Wir können keine Tools craften, keine Schwerter, keine Rüstung. Wie sollen wir denn so den Enderdrachen besiegen, Leute? Das macht gar keinen Sinn. Und wie sollen wir den Enderdrachen besiegen, wenn wir ihn zu Bedrock machen? Ich habe eine Idee, Kuba. Ich habe ein Bett. Oh, wie hast du es gemacht? Damit besiegen wir den Enderdrachen. Ja gut, Ukri, schau mal. Ich bin einfach hier hingegangen. Zack, auf das Bett. Zack, hab's kaputt gemacht und hab's mir gegönnt. Aber ist das Bedrock, ist das Bett nicht zu Bedrock geworden? Nee, ich hab Bug gemacht. Ich habe das Bett. Guck mal. Das Bett hat nur einen Block. Ich zeig's dir gleich, Ukri. Aber als allererstes Können wir essen? Nee, wir können auch keinen Stroh abbauen für Essen, Leute. Ich hab eine bessere Idee. Guck mal, wir gehen jetzt zu diesem Golem hier und machen den jetzt hier. Wir bauen den ein. In Bedrock. Simlucky, was passiert, wenn wir Bedrock, wenn wir den Golem schlagen? Wird der etwa auch zu Bedrock? Wird das der Bedrock-Golem? Und jetzt haben wir einen Bedrock-Golem, Leute! Also wirklich alles wird zu Bedrock. Ich bin echt gespannt, was für Mobs wir heute noch finden werden, die wir zu Bedrock machen. Ey, hast du eben ein Kanickel zu Bedrock gemacht, oder was? Ich glaube schon, da hinten ist ein Schafe, die zu Bedrock einfach machen. Einfach ein Bedrock-Hase, Leute. Ey, das bringt uns auch gar nichts. Wir müssen irgendwie an Holz kommen. Hast du eine Idee, wie wir an Holz kommen können? Ja, komm mal her, ich will dir was zeigen. Guck mal, wir haben ein Bett, damit können wir den anderen Enderdrachen zerstören. Und guck, jetzt. Und. Hat geklappt. Ich hab's aus Versehen abgebaut zum Lucky. Ja, ehrenlos, was soll das? Ja, okay, egal, okay. Weißt du was? Schau mal, essen. Guck mal jetzt. Oh, stimmt. Wir können da drüber laufen und dann spawnt das Essen. Ja. Let's go. Ey, aber weißt du, was wir unbedingt brauchen? Wir müssen irgendwie an Tools kommen, deswegen brauchen wir Holz, Leute. Deswegen such mal ganz, ganz wichtig Holz, okay? So, zack, können wir das Bett... Wir können heute auch Custom-OP-Items craften, wenn wir auch zu Bedrock werden. Ja, bestimmt. Bestimmt können wir heute irgendwie Bedrock abbauen und dann uns eine Bedrock-Spitzhacke machen und zum Beispiel dann Bedrock-Rüstung machen. Und vielleicht können wir sogar den Enderdrachen ganz am Schluss, Leute, wenn wir ihn besiegen, heute zum Bedrock-Enderdrachen machen. Wie krass wäre das denn? Hier ist eine Kiste, aber die darfst du nicht anfassen. Oh, aber weißt du, was ich darf? Du kannst rechtsklick drücken. Okay. Hier. Oh, Brot, let's go. Essen. Oh, gut, dass wir Essen gefunden haben. Weil, Leute, schaut mal, wir sind schon am verhungern. Ich kann gar nicht mehr sprinten. So viel Hunger habe ich schon. Und zack, ich esse direkt mal das Brot. Sehr gut. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Das ist echt schwer, an Essen zu kommen, Freunde. Zum Glück haben wir hier direkt ein Villager-Dorf. Das ist sehr gut. Aber wie kommen wir an Holz, Leute? Wir können Holz einfach nicht abbauen. Und ein Schaf wird einfach auch zu Bedrock. Schau mal, wie es aussieht. Warte mal. Creeper. Können wir die Creeper explodieren lassen? Okay, pass auf. Oh nein. Der Creeper sprengt gleich den ganzen Loot weg. Haben wir Holz, okay. Haben wir Holz bekommen? Ja, okay. Ja, haben wir. Alter, das war die krasseste Idee, die ich jemals hatte. Und Ukri, hier, ey, Ukri. Vom Baum droppen jetzt ganz viele Sticks, weil die Blätter gehen kaputt. Okay, warte. Lass mal hier vorne noch den Creeper nochmal explodieren. Dann haben wir noch mehr Holz. Nicht zum Bedrock, Ukri, aufpassen. Oh, das gehört mir. Oh, let's go. Zwei Holz haben wir bekommen. Ey, das ist richtig gut. Ich hab 20 Dirt, Ukri. Okay, Freunde. Wir haben schon mal Holz, das ist sehr gut. Das heißt, wir können uns eine Crafting Bench machen. Aber Simlucky nicht platzieren, weil dann können wir die nicht mehr abbauen. Stimmt. Ja, du musst einen platzieren, Ukri. Ist Pflicht. Ja, aber noch nicht jetzt. Machen. Was sollen wir denn mit der Crafting Bench craften, Leute? Bringt ja eh nichts. Ah, ich glaube, ich weiß sogar. Leute, ich frage mich halt echt, wie wir Bedrock abbauen können heute. Dann können wir uns auch Custom-OP-Rüstung machen. Bedrock-Rüstung einfach. Grundsteinrüstung. Ha, ihr fragt euch, wie ihr Bedrock abbauen könnt, richtig?
Tja, da gibt's einen kleinen Trick. Hä? Hast du das gehört, Simlucky? Wer war das denn? Ja! Ja, wir wollen Bedrock abbauen. Bedrock abbauen wollen. Bedrock. Ja, aber wie geht das halt? Ne, das ist die Frage. Ey, du musst uns verraten, wie das geht. Hast du uns diese böse Challenge gegeben? Was denn, Game Master? Wie sind wir zu Bedrock? Der hat uns zu Bedrock verwandelt, dein Ernst? Hey, lass uns wieder zurück in die normale Welt. Lass uns zurück nach Hause. Ihr könnt in dieser Minecraft-Welt, die ich selbst programmiert habe, eine Smaragd-Spitzhacke craften aus Emerald bzw. Smaragd. Warte mal, was? Ey, Simlucky, hör auf, mich einzubauen. Das ist jetzt nicht lustig. Hast du gehört, wir können eine Smaragd-Spitzhacke bauen? Das geht doch gar nicht in normalen Minecraft, oder? Was sollen wir mit der Smaragd-Spitzhacke machen? Ihr könnt mit ihr Bedrock abbauen. Fast niemals, als ob wir Bedrock mit der Smaragd-Spitzhacke abbauen können. Aber wie kommen wir an Smaragd, Simlucky? Okay, schau mal, Bedrock-Baum. Bro, was bringt uns ein Bedrock-Baum? Hey, ich hab die... Oh, da sind noch mehr Creeper, wir brauchen mehr Holz. Kommt her, Creeperlein. So, zack, wir müssen hier vorne hin. So, jetzt explodiert mal hier richtig schön, damit wir richtig viel Holz bekommen. Bitte, bitte, bitte. Oh, abhauen. Haben wir Holz bekommen? Keine Ahnung, okay. Aber ich habe die Crafting Bed und ich habe Smaragde vom Villager-Dorf. Schau mal, 3 Stück. Wow, let's go. Das heißt, wir können... Ey, Simlucky, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache uns eine Smaragd-Spitzhacke, womit wir dann Bedrock abbauen können. Boom! Oh, die... Versuch mal, das hier jetzt abzubauen. Soll ich jetzt versuchen, eiskalt das Bedrock... Junge, du hast einfach Bedrock-Zombie erschaffen. Nein, der ist jetzt unzerstörbar, Simlucky! Oder? Aufpassen, okay. Nein. Scheiße. Alter, jedes Monster, was wir schlagen, wird zu Bedrock und ist unzerstörbar. Ja, und wie sollen wir das jagen? Sonst killen? Okay, keine Ahnung. Was machen wir jetzt, Leute? Okay, wisst ihr was? Ich baue jetzt mal hier vorne Bedrock ab. Und... Komm schon! Wir brauchen unbedingt Bedrock, Leute. Du kannst kein Bedrock im Minecraft abbauen. Das ist das, was nie klappt. Was? Es klappt, Simlucky. Ich sehe da ein paar Risse schon drin. Nicht. Ich sehe es doch. Ja. Ich habe Bedrock abgebaut, Simlucky. Ey. Bedrock-Zombies. Nicht passieren. Oh, der Bedrock-Golem hilft uns. Ehrenmann, Junge. Ey, der killt die Bedrock-Zombies. Gib mir mal das. Drop mir das mal. Schnell. Nee, ist meins. Ey, dein Erd, ich hab das abgebaut. Ja, ich hab die Spitzhacke gegeben, aber guck, ich bin so nett und drop dir. Okay, aber Simlucky, du weißt ganz genau, ein Bedrock bringt uns eigentlich eher weniger. Außer... Ein Bedrock-Schwert oder Bedrock-Stiefel, ob wir sowas craften können. Ich glaube, wir bauen eine Bedrock-Spitzhacke, um weiter Bedrock abzubauen. Bedrock-Rüstung. Ja, wow, das ist ja so cool. Leute, wir brauchen 3 Bedrock. Lass mal hier vorne explodieren, damit wir Essen haben. Hier beim Weizen. Komm. Ja, stimmt. Richtig klug. Warte mal, hier ist sogar noch eine Spinne beim Creeper. Ich habe eine Idee. Die Spinne wird explodiert vom Creeper und droppt uns dann noch Spinnennetze. Komm her. Lass hier das ganze Weizen explodieren, damit wir richtig viel Essen bekommen. Ey, Bedrock-Spinne! Nein, was hast du gemacht? Du hast den Creeper jetzt umsonst. Ja, ich hab kein Essen. Okay, danke, Bro. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt auf Smaragd-Tour gehen, damit wir nochmal 2 Spitzhacken craften können. Und mit den 2 Spitzhacken können wir nochmal 2 Bedrock abbauen. Und dann können wir uns eine Bedrock-Spitzhacke machen. Und damit wahrscheinlich unendlich viel Bedrock abbauen. Das wäre so krass, Alter. Junge, ich hätte niemals gedacht, dass es eine Smaragd-Spitzhacke, dass die einfach Bedrock abbauen kann. Wahrscheinlich gibt es die deswegen nicht in Minecraft, Leute, weil die einfach so krass ist. Aber die ist halt direkt kaputt gegangen. Oh nein. Oh, krieg ich ja Weizenblöcke bekommen von dem Creeper. Guck mal, ich habe ihn hier explodieren lassen beim Weizen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt ein bisschen Essen. Und zack, Leute, jetzt habe ich wieder ein bisschen Essen. 9 Brot, gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir merken uns das Villager-Dorf hier vorne. Und in der Zeit gehen wir jetzt Smaragde suchen. Ah, wir müssen Smaragde traden, Bro. Leute, mal schauen, was passiert, wenn wir einen Enderman hitten. Was aus dem wird, Leute, und... Oh nein, das war keine gute Idee. Der Enderman verfolgt mich jetzt. Und er ist unzerstörbar. Oh nein, bitte nicht. Okri, das war's. Das war's. RIP Okri, Leute. Oh nein. Schnell ein Haus. 1 HP. Oh, das war knapp, Alter. Der hat mich fast gekillt, der Enderman. Ich hoffe, der ist gleich nicht mehr sauer auf mich. Okay, ich würde sagen, Leute, wir müssen irgendwie an Smaragde kommen. Dafür würde ich sagen, gehen wir auf Erkundungstour, Simlucky. Warte, Uchi, lass uns erstmal hier ein bisschen schlafen. Okay, komm. Nein, können wir nicht. Monster sind in der Nähe. Ey, Leute, wir brauchen unbedingt mehr Smaragde, damit wir uns eine Bedrock-Spitzhacke machen können. Und Bedrock abbauen können. Also, Leute, lasst alle jetzt ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden. Abo, Like. Damit wir Smaragde finden. Let's go, Freunde, damit wir die Challenge hier schaffen und den Ender dran besiegen. Wow. In 3, 2, 1 und alle liken und abonnieren, Freunde. Yeah. Komm schon, schaffen wir 1000 Likes auf dem Video, bitte. Wow, Leute, wo wurden die denn hier hin teleportiert? Okay, dank euch konnten wir jetzt einfach, weil ihr alle Like da gelassen haben, Bedrock-Spinne. Weg hier. Was ist in der Kiste drin? Haben wir hier so ein Portal gefunden? Ich hab was bekommen. Was hast du bekommen? Bringt total was, Okri, denn da war ein Feuer,
Feuerball drin. Damit können wir das Enderportal anzünden. Warum müssen wir jetzt kein Feuerzeug machen? Stimmt, das ist OP. Mhm. Aber Leute, okay. Was wir eigentlich suchen... Und Goldapfel, Goldapfel plus Schaufel. Oh, was? Als ob, Junge. Ey, ich bin schon weg von dort. Ich dachte, da ist nichts Gutes drin. Leute, wir schauen die ganze Zeit uns um, weil wir wollen unbedingt ein Schiffswrack finden. Denn ihr wisst ganz genau, in Schiffsrecken gibt es öfter... wie heißt das überhaupt? Schiffswrack? Schiffsrecken? Keine Ahnung, Freunde. Schiffswrack. Ich komme hier nicht mehr raus. Zulak, ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Das war's komplett mit dir, Ukri. Hier, gönn dir Dirt. Alles gut, ich hab selber Dirt. Boom, let's go. Nämlich in diesen kaputten Schiffen, Freunde, gibt es Smaragd. Also in Kisten, die dort gelagert werden. Deswegen hoffen wir, Freunde, dass wir hier vorne... Oder ein zweites Villager-Dorf, Ukri, wäre auch krass. Zweites Villager-Dorf wäre auch krass. Da können wir auch vielleicht ein paar Smaragde finden. Hast recht, Simlucky. So, zack, hier entlang. Und Leute, schaut mal dort vorne. Dort ist ein Schiffswrack, genau das meinte ich. Wir müssen jetzt schnell dorthin, Leute. Und vielleicht haben wir Glück und in der Kiste ist einfach Bedrock drin. Ich mein's Markt. Rein da, Ukri, ich suche. Pass auf, dass du die Kiste aber nicht verwandelst. Simlucky, ist was in der Truhe drin? Da waren 3 Smaragde drin. 3 Smaragde? Oder hast du irgendwas anderes noch bekommen? Richtig krass. Oh nein, ich ersticke. Verrottete Kartoffeln, Ukri, geh schnell nach oben. Alles gut, ich habe hier vorne eine Tür, Leute. Und ihr wisst ja ganz genau, hier zwischen der Tür kann man einfach ein bisschen Luft schnappen. Simlucky, komm hier auch hin. Ich bin vergiftet. Was? Die Suppe hat mir gar nicht gut getan. Junge, warum trinkst du auch die vergiftete Suppe? Oh, hier ist noch eine Kiste. Und ist das... Nein, da ist kein Smaragd drin, aber das ist eine Schatzkarte. Es gibt noch eine dritte Kiste. Und ein Kompass. Dritte Kiste. Komm mit, Ukri, komm mit. Okay, wo bist du? Ja, hier, komm mit. Schnell. Warte mal. Okay, schau, da ist das Smaragde. Gönn dir Loot. Und das... 3 Smaragde und das wieder. Alter, wie viel Eisen? Boah, 20 Eisen. Okay. Niemals. Komm hoch, Alter, komm hoch, krass. Oh nein. Ich verliere richtig viel Schaden. Nein. Bitte nicht. Oh, das war knapp, Alter. Okay, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht mehr Schaden verlieren. Wir haben echt nicht so viel Essen. So, ich esse mal wieder eine Karotte, Freunde, damit wir regenerieren. Und ich würde sagen, was ganz, ganz wichtig ist. Leute, wir können jetzt einfach nochmal eine Smaragd-Spitzhacke machen und damit einfach Bedrock abbauen. Und dann können wir vielleicht irgendwie den Ender noch heute besiegen. So. Und Leute, wisst ihr, was genauso glänzt wie ein Smaragd und wie Bedrock? Bedrock glänzt nicht, aber Smaragd schon. Ja, unser neuer Merch, der am 1.12. Emerge-Spitzhacke rauskommt, Leute. Checkt das alles ab, Leute. Neuer Merch am 1.12. 17 Uhr kommt der online, Leute. Checkt alle ab, Junge. Der wird richtig, richtig cool. Das wird unser erster Drop sein, also unsere erste Kollektion, Leute. Danach kommt noch eine andere Kollektion, aber Freunde, die hier wird limitiert sein. Also gönnt euch die alle. Kuss geht raus. Wir werden euch dafür am 1.12. auf jeden Fall nochmal einen Community-Beitrag machen. Deswegen aktiviert die Glocke, Freunde, und schaut unbedingt da vorbei. Und wir werden das nochmal in einem Video erwähnen und den Link euch zum Shop geben. Falls jemand was sich gönnen will, weil die sind echt cool, die Pieces, Leute, dann, ja, schaut unbedingt vorbei. Ich und Simlucky haben uns da echt viel Mühe beim Design gegeben. Kurs geht raus und jetzt haben wir eine Smaragd-Spitzhacke. Lass mal damit direkt schauen, Leute, ob wir das Bedrock abbauen können. Ey, Leute, wenn ihr an uns glaubt, dann lasst jetzt alle ein Like, ein Abo und schreibt in die Kommentare alle eine 1, falls ihr an uns glaubt, Leute. Eine 1, let's go, Leute, schnell. Und, oh, es hat geklappt, wir haben 2 Bedrock. Okay, Simlucky, ich brauche den Rest von deinen Smaragden schnell. Oh, danke, Simlucky. Jetzt würde ich sagen, hast du noch ein paar Stöcke? Ich brauche 2 Stück. Ich habe genau 3 Stöcke, Ukri. Okay, nehme ich auch zum Lucky. Gönn dir, Ukri, gönn dir, Junge, gönn dir. Gönnung hier. Okay, Freunde, wie gesagt, schreibt alle eine 1 in die Kommentare, falls ihr an uns glaubt und falls ihr denkt, dass wir heute den Enderdrachen besiegen werden. Also wettet alle jetzt in die Kommentare, alle eine 1 in die Kommentare, falls ihr denkt, dass wir es schaffen. Und eine 2 in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass wir es nicht schaffen. Mal schauen, wer von euch am Schluss recht hat. Ich denke, dass wir es schaffen werden, auch wenn wir Bedrock sind und nichts abbauen können. Aber hier machen wir uns gleich Bedrock-Tools und dann schaffen wir es. Also alle eine 1 in die Kommentare, falls ihr an uns glaubt. Und jetzt haben wir gleich 3 Bedrock und können das erste Bedrock-Item bauen. Zum Beispiel eine Bedrock-Spitzhacke, das wäre richtig krass. Boom, es hat funktioniert, Simlucky, ich habe 3 Bedrock. Was? Nein, als wenn. Alter, das ist so komisch, einfach wir können Bedrock in Minecraft abbauen. Okay, zack. Ich würde sagen... Ey, gönn auch mir, Ukri, gönn mir auch Bedrock-Spitzhacke, Bedrock. Ich mach dir das alles gleich. Ich hab sie gecraftet. Es hat funktioniert. Was? Warte, jetzt will ich unbedingt austesten, ob wir Bedrock damit abbauen. Alter, guck mal, wie schnell ich abbauen kann. Schnell. Alter, als ob das Stein wäre. Als ob das Stein wäre. Was? Digga, Bedrock einfach abbauen. Junge, das ist so komisch, Leute. Ey, das wie schnell du diesen Obsidian abbaust, Ukri. Kann ich den Obsidian... Nee, Obsidian baue ich trotzdem langsam ab. Aber ich glaube, diese Spitzhacke ist sogar krasser. 6 Angriffsschaden. Junge, die ist krasser als ein Schwert, die Spitzhacke. Darf ich die einmal hitten damit, Simlucky? Die ist genau Steinschwert. So krass wie so ein Stein... Ich glaube sogar Eisenschwert. Nee, so stark wie ein Eisenschwert ist die. Ja, stimmt. Die ist so stark wie ein Eisenschwert und ist einfach nur eine ganz normale Spitzhacke. Gönn mir auch, Ukri. Ich will auch die Spitzhacke. Gönn doch. Okay, warte, Simlucky. Chill nochmal. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt noch viel krasser. Teamarbeit, nicht solo. Simlucky, ich baue gerade richtig viel Bedrock ab. Und mit diesem Bedrock, was ich jetzt abbaue, Leute, weil wir können ja eigentlich alles so Bedrock machen, mache ich uns komplette Bedrock-Equipment, komplette Bedrock-Rüstung, womit wir gleich den Ender-Drachen besiegen werden. Als
Sven, Ukri. Sag mir nicht, wir werden mit Batwalk-Rüstung in den Enderdrachen-Fight gehen. Doch, werden wir. So, zack, zack, zack. Let's go, Leute. Wir bauen hier alles ab. Schnell. Und wir müssen auch gleich ins Nethersim, Lucky. Das ist auch super wichtig. Ich verwandle alles zu Bat. Schau mal, Obsidian kann man gar nicht zu verwandeln in Batwalk. Siehst du das? Lol. Stimmt. Geht einfach gar nicht. Junge, ich habe jetzt so viel abgebaut. Simlucky, schau dir das mal an. Ich habe ein Sack Bedrock und 26 Stück. Und damit würde ich sagen, aber warte mal, wir haben ja richtig viel Eisen. Ich würde sagen, wir machen auch direkt einen Eimer, damit wir ein Nether-Portal gleich machen können. Weil ihr wisst ganz genau, wir müssen ins Nether-Portal, bevor wir ins Ender-Portal gehen. Also müssen wir Blazes farmen und damit uns Ender-Augen machen. Okay, Freunde, ich würde sagen, es wird Zeit. Es wird Zeit, wir machen uns jetzt unsere erste Bedrock-Rüstung. Let's go! Es funktioniert. Es funktioniert. Alles, Sven, zeig her, okay. Let's go. Ich mache mir volle Bedrock-Rüstung. Mal schauen, wie krass die ist, Freunde. Und ob die richtig strong ist. Ich mache für dich auch welche, Samlaki, natürlich. So, danke. Zack, zack, zack. Ey, drop mir noch ein bisschen Holz, damit ich uns noch mehr Tools machen kann, auf jeden Fall. Das ist auch super wichtig. Ich habe noch ganz bisschen Holz, Ukri, aber das geht langsam aus Lager raus, ne? Muss hier gucken, dass du sparst. Ja, klar werde ich sparen. So, zack. Okay, ich mach dir auch noch... Ups, sorry. Samlaki, bist du verrückt? Spar es, Ukri. Ich habe noch hier eine Dings. Ich habe ganz viel Holz hier. Bist du verrückt, Junge? Junge, Samlaki, Samlaki. Die zu weit gehen. Samlaki, das ist gar nicht lustig, weil wir haben echt Holzmangel hier in dieser Folge, in dieser Challenge. Das ist ganz und gar nicht lustig. Okay, jetzt platzieren wir nochmal die Werkbank. Nein, auf keinen Fall. Jetzt geh mal weg, Junge. Alter, das ist nicht, das ist doch nicht so fassen, dass wir uns hier. Okay, 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 egal. Weißt du was? Ich werde mich jetzt ausrüsten mit. Was soll das denn jetzt werden? Alter, guck mal, wie das aussieht. Das nicht, oder was? Du kannst mich überschlagen, oder? Aber Alter! Ich kann nicht mit der Spitzhacke schlagen, weil die ist aus Bashock. Kannst du nicht. Boom. Hey, ich hab halbes Herz, Ukri. Zack, nimm das. Halbes Herz. Alter. Hast du jetzt eine volle Bedrock-Rüstung? Nein, gib mir meine Bedrock-Spitzhacke, bitte. Eine Spitzhacke? Okay, warte, ich mach die für dich. Aber jetzt mach ich die Crafting-Badge kaputt. Wehe, Simlucky. Nein, Junge, Ukri, sowas Blödes mach ich doch nicht. Auf so eine Idee wirst du doch bestimmt nur du kommen, oder? Das hast du gerade eben noch gemacht, Simlucky. So, ich mach dir auch eine Hose und ich hab dir auch eine Spitzhacke gedroppt. Schau mal hinter dir. Ukri, ich muss. Das war aus Versehen, Ukri. Sorry, wirklich. Bro, das ist gar so gar nicht lustig. Sorry, sorry, ich spiel jetzt ohne die Challenge. Bist du. Ey, der macht das so extra, Freunde. Der macht das so extra. Okay. Der will, dass wir dich verlieren. Ich werde dich heute dabei hindern, den Enderdrachen zu besiegen. Dein Ernst? Dann kommen wir hier niemals raus und nach Hause. Wir machen heute eine Verfolgung, anstatt zusammen zu spielen, Ukri. Nein, nein, nein. Bist du verrückt, Simlucky? Spaß. Komm her. Spaß. Ciao. Selber schuld, dass du hier meine Challenge kaputt machst. Dann machen wir jetzt Verfolgung, Ukri. Da werde ich das jetzt hops nehmen, Alter. Ich nehme dich sowas von hops, ich sag's dir, Alter. So, jetzt kann ich mal endlich wegen dir, konnte ich die ganze Zeit kein Schwert craften. So, ich habe extra für dich Tools gemacht und dann krieg ich... Ist das der Danke oder was? Leute, wir craften dieses Schwert. Das war meine Workbank. Ich habe mir das ganze Holz gegeben. Bedrock-Schwert! Let's go, Leute! Das macht einfach 8 Schaden. Das ist so stark wie ein Netherite-Schwert. Und meine Rüstung ist auch richtig OP. Guck mal, wie viele Rüstungsteile wir haben. Alter, wir sind gefühlt unzerstörbar wie Bedrock und kriegen gar keinen Schaden wahrscheinlich jetzt von Monstern. Oh nein, ich kann die Crafting-Bench leider nicht mehr abbauen. Aber Bedrock-Schwert ist genau so krass wie Netherite-Schwert. Ist gar nicht besser, ne? Ja, aber ich wundere mich auch, Freunde. Aber ich glaube, wir können jetzt... Ja, wir können einfach... Oha, das macht richtig fett Schaden. Das macht einfach hier One-Shot. Oh, ein Creeper, sehr gut. Da kann ich schon mal ein bisschen Holz farmen. Und, komm, explodier. Und, komm, explodier. Ja, explodier. Junge, hat das lange gedauert. Aber ich habe jetzt Holz, Leute. Let's go. Einen Apfel nehme ich auch gerne mit. Und jetzt hole ich noch ein bisschen Essen, Freunde. So, sehr gut. Wir können jetzt einfach Mobs zerstören. Egal, ob die aus Bedrock bestehen oder nicht, weil wir haben jetzt ein Bedrock-Schwert. Und mit dem ist alles möglich. Der nächste Creeper, auch ein bisschen Holz. Danke, let's go. Oh, der hat hier richtig Schaden gemacht. Da muss ich echt aufpassen. So, Leute, jetzt gehen wir zur Crafting Bench. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, Leute? Wir craften uns jetzt ein Schild. Aus Bedrock, denkt ihr, das klappt? Jo, das wäre richtig krass. Schild aus Bedrock, das muss das krasseste Schild aus Bedrock der Welt sein. Ja, ich schau mal, ob das funktioniert. Oh, es funktioniert wirklich. Wir haben ein Schild. Nimm das, Zombie. Hast du das gemacht mit Eisen? Ja, mit Eisen und mit Bedrock, Alter. Und Bedrock-Schild, Alter, das muss bestimmt richtig krass sein. Oh nein, Creeper. Und okay, der hat meine Crafting Badge. Der hat meine Crafting Badge kaputt gemacht. Wir spielen zusammen, okay? Wir spielen jetzt doch zusammen. Okay, dann musst du aber auch zusammen spielen, ne? Ja, tue ich auch, Ukri. Ich habe mir jetzt Bedrock-Schild auch gemacht. Komm her, Ukri, schenk dir eine Workbench. Nimm das Bedrock-Skelett. Und Simlucky, schau mal, hier vorne ist doch direkt die Wasser, die Lavaquelle. Ich würde sagen, wir nutzen die direkt. So, zack. Und dann machen wir uns... Da bin ich einfach dran vorbeigelaufen, Ukri. Habe ich gar nicht gesehen. Dein Ernst, Simlucky? Egal, weißt du was? Wir bauen uns jetzt hier vorne einfach. Oh, hier haben wir sogar Wasser neben Lava. Das ist sehr gut. Zack, zack, zack. So, okay, machen wir jetzt unser Enderportal. Können wir in der Lava schwimmen mit Bedrock-Rüstung? Ich würde es lieber nicht an deiner Stelle probieren. Pass auf, wir erfahren es jetzt. Wir erfahren es jetzt, Ukri. Warte, komm, ich verbrenne. Mach das nicht, also, mach das nicht. Doch, Ukri, für die Wissenschaft, Ukri. So. Zack. Nein, du verbrennst. Simlucky, komm raus! Alter, das war knapp, Junge. Bist du verrückt geworden?
Ey, Leute, Sablaki, ich hab extra dafür geopfert, Ukri. Junge, du bist verrückt, Sablaki. Was ist los mit dir? Für die Wissenschaft, Ukri. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt das Nether-Portal fertig und dann sehen wir uns wieder, Freunde. So, zack, zack, zack. Boom. Oh. Nein, was habe ich gemacht? Nein! Let's go, Lava als erst platzieren und danach kommt das Wasser, Freunde. Mhm. Oh, oh nein. I don't even know. Oh. Boom! Okay, Leute, wir haben das Portal fertig. Sebaki, du hast jetzt einen Feuerstein von diesem einen kaputten Nether-Portal bekommen. Ich habe sogar ganz viel Feuerstein. Hat sie sogar eigentlich. Nee, mach doch einfach damit an. Mach ihn einfach damit an. Oh, boom, so let's go. Mit der Feuerkugel. Gehen wir rein ins Nether-Portal mit unserer Bedrock-Rüstung und mal schauen, welche Bedrock-Monster wir dort erwarten. Beziehungsweise Nether-Monster, die wir dann zu Bedrock verwandeln werden. So, denkst du, wir können Gas zum Bedrock verwandeln? Alter, wie krass wäre das denn? Im Nether-Portal können wir uns noch mehr Custom-OP-Items craften aus Bedrock. Boah, das wäre schon krass. Warte mal, da vorne ist ein Gas. Lass ihn mal anhitten. Mal schauen, wie der aussieht, wenn der aus Bedrock entsteht. Also, wenn der aus Bedrock ist. Boah, das wäre so cool. Lass uns versuchen, Ukri. Let's go! Da ist Bedrock-Skelett. Let's go. Komm her mal. Batz, batz. Sablaki, hit ihn. Schnell, schnell, schnell. Komm. Schlecht. Ich komm nicht ran. Bäh, Ukri, bist du schlecht. Nimm das. Oh, wir haben ihn gehittet, Freunde. Let's go. Alter, warte mal. Sablaki, du weißt, was heißt. Oh, da hier sind jetzt zwei. Wir haben einen Bedrock-Gas, Junge. Was? Überleben, Ukri. Überleben, Ukri. Oh nein, lass uns abhauen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir suchen jetzt eine Festung, damit wir. Oh, ich brenne. Gar nicht gut. Alter, ich bin super low. Sebastian, hast du Essen noch? Du hast bestimmt noch Brot, oder? Gönn dir, Ukri. Mir geht der Vorrat nie aus. Oh, danke, Sablaki. Das ist doch mal gut gegangen. Da vorne ist unser Nether-Portal. Nur ohne deinen besten Freund, Sablaki. Sablaki, weißt du was? Lass uns jetzt eine Festung suchen, damit wir Blaze kommen und Ender-Augen craften können. Wir müssen ja irgendwie noch heute ins Ender-Portal und den Bedrock-Drachen besiegen. Sablaki, warum hättest du die Piglins? Die attackieren dich jetzt alle. Bist du verrückt? Gar nicht. Einfach ein Bedrock-Piglin. Alter, das riecht krass aus. Junge, verschwind. Alter, das ist eine riesige Armee. Okay, abhauen. Leute, wir haben eben noch. Oh, wir haben eben von der Festung gesprochen. Wir wollten die ehrlich finden und jetzt haben wir die sogar gefunden, Freunde. Jetzt müssen wir gegen einen Nether, gegen einen Bedrock-Wither kämpfen. Bedrock-Wither. Ja, Junge, wie krass ist das denn? Ey, Leute, und übrigens, wir haben Feuerzeug gemacht, damit wir hier vorne diese Schweine anzünden können und ein bisschen an Essen gekommen sind. So, das ist sehr gut, Leute. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Essen. Und jetzt würde ich sagen, lass uns den Spawner suchen, Sablaki. Damit Let's go, finden wir sofort Blaze Wars, damit wir Blaze Wars bekommen und damit wir uns Ender-Augen craften können aus den Lohnrouten. Wow. Aus dem Lohnstaub. Und ich glaube, ich sehe sogar einen Blaze-Spawner. Sehr gut. Pass auf, dass du nicht auf den Blaze-Spawner drauf gehst, weil sonst verwandelst du ihn. Oh, wir haben eine Bedrock-Blaze. Nimm das, Bedrock-Blaze. Pass auf, dass du echt nicht den Spawner berührst. Nee, mach ich nicht, Ukri, aber warte mal, im Nether gibt's doch zwei von denen, oder nicht? nein, nicht berühren sie, Blacky. Dann fahren. Oh nein! Kämpf! Egal, wir haben gute Rüstung. Wir haben super. Mach ich. Aber du musst sie erst erledigen. Oh, ich hab meine erste Lohnroute. Sehr gut. Und warte mal, Sablaki, ich hab die ganz vergessen. Oh, du hast schon selber eine Hose gemacht, oder was? Ja, klar, habe ich mir eine selber gemacht. Ukri, ich war auf mich allein gestellt, paar Sekunden. Da war ich gegen dich. Okay, Sablaki, ich würde sagen, wir fahren jetzt ganz viele Blazes für Lohnrouten, damit wir Ender-Augen craften können. Und dann gehen wir nochmal in ein Warp-Biom, um Ender-Perlen überhaupt zu bekommen. Komm her mal, Butz. Let's go. Okay, Freunde, ich würde sagen, oh nein, da spawnen wieder neue. Aber ich glaube, ich habe genug. Wie viele Lohnroute hast du, Sablaki? Ich habe zwei Stück, Ukri, hier. Zwei Stück, gib mir die. Okay, dann würde ich sagen, jetzt erstellen wir den Spawner und gehen da drauf und verwandeln ihn zu Bedrock. Und jetzt haben wir genug Lohnrouten. Let's go. Wir machen uns direkt Lohnstaub, Leute, damit wir gleich Ender-Augen craften können. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, Freunde, sind Enderperlen. Deshalb lass uns ein Warp-Biom suchen, wo die ganzen Endermen spawnen. Und wir machen uns auch direkt, warte, was auch sehr gut wäre, ein Boot, damit wir die Endermans gleich leichter besiegen können. Ich bin so ein cooler Player. Mal schauen, was wir alles craften können noch. Ja, komm mal hier vorne. Wie denkst du, wir können nicht irgendwas craften? Ich meine, wir haben Rüstung, Waffen. Uns fehlt noch eine Fernkampfwaffe, ein Bogen. Bogen fehlt uns, aber ich habe ein String. Wie viele Faden hast du? Ich habe ganz viele Schwingen gekillt, Ukri. Ich habe tausende. Hier, gönn dir, Ukri, gönn dir. Okay, sehr gut. Wir haben wieder Fäden, Leute. Das heißt, wir machen uns einen Stock, zack, und wir machen uns einen Bogen. Aber warte mal, wie macht man Bedrock-Bohnen, ist die Frage. Sablaki, weißt du, wie das geht? Keine Ahnung, Ukri. Statt Stock vielleicht Bedrock benutzen? Doch, ja, das würde ich auch so machen. Bedrock-Bohnen. Alter, nein. Als ob. Oh, ich habe die Craft-Badge kaputt gemacht. Egal, weißt du was? Ich habe noch eine, Ukri. Wir haben aber gar keinen Pfeil, ich habe nur zwei Pfeile, ne? Egal, ich werde die jetzt einfach benutzen, Freunde. Oh, ihr Sackgasse. Andere Richtung. Freunde, wir sind schon fleißig dabei, Enderman zu erledigen. Nimm das, Bumm. Oh, dann bin ich mir einen Hit gegeben, ich bin so krass. Oh, der hat keine Enderperle leider gedroppt. Aber Leute, ihr wisst ganz genau. Sablaki, wir sind zu zweit schaffen wir das. So, alle den nächsten Enderman. Zusammen schaffen wir alles. Putz. Boom. 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 Ich hab ausgesehen, dich geht. Der hat auch nichts gedroppt. Doch, der hat eine Perle gedroppt. Ja? Ich hab eine bekommen. Sehr gut. Okay, weißt du was? Ich habe jetzt ein Boot, Leute. Und damit werden wir jetzt die Endermans ins Boot setzen und komplett hops nehmen. Komm her, Enderman. Nimm das. Boom. Oh. Falsch platziert. Warte mal, wie willst du das Boot jetzt wieder abbauen, Ukri? Ich hab's geschafft irgendwie und es ist nicht so Bedrock geworden. Zack, jetzt gehört der Enderman mir, Junge. Nimm das, Enderman. Haha.
Im Boot kannst du nichts machen, Alter. Und der nächste kann auch direkt rein. Hier ist noch mehr. Let's go. Komm her, Kollege Schnürschuh. Ins Boot mit dir. Hallo. Oh, nein, ich werde wieder attackiert. Oh, Hilfe, ins Boot mit dir. Zack. Haha, jetzt habe ich dich. Okay, Freunde, wir haben jetzt 10 Enderperlen. Kriegen wir jetzt die 11. Bitte, bitte, bitte. Oh nein, der hat keinen gejobbt, leider. Aber Sabaki, wie viele Enderperlen hast du? Ich habe noch ein paar. Okay, schau mal. Ich habe zu 4 Stück gesammelt. 4 Stück? Okay, das heißt, wir haben 14 Stück insgesamt. Denkst du, das reicht? Lass uns noch 2 holen. Okay, Leute, wir haben jetzt genug Enderperlen. Ich habe schon mal direkt 8 Enderaugen gecraftet. Und du weißt, was das heißt, Maki. Wir müssen jetzt nur noch unserer Bedrock-Spur zurückfolgen. Und dann könnten wir eigentlich theoretisch zurück zu unserem Nether-Portal kommen. Let's go! Okay, ich mache gerade einfach Magma-Slime zum Bedrock. Oh, das will ich auch ausprobieren. Zum Glück habe ich hier vorne eins. Und nimm das! Guck mal, wie lustig der aussieht. Was? Okay, Sebaki, ich folge der Spur und dann würde ich sagen, gehen wir back zum Nether-Portal. Und Sebaki, weißt du, was wir dann machen? Dann gehen wir zum Ender-Portal. Oh, Digga, direkt mit den Ender-Augen. Weil wir jetzt, wir haben jetzt genug Ender-Augen. Stopp, Uki. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Ich hab ne Theorie. Wir können alles zu Bedrock verwandeln. Was mit dem Ender-Drachen? Ich habe daran schon gedacht. Ich habe das ja auch ganz am Anfang gesagt, Sebaki. Wir werden gleich mit dem Bedrock-Drachen kämpfen. Ich und Sebaki sind auf dem Boot. Und wir werden jetzt das Ender-Portal finden. Ey, lass dich hier alleine, Ukri. Wo geht's hin? In welche Richtung? Hä? Ja, keine Ahnung, Ukri. Dort in die Richtung. Komm her, Ender-Auge. Oh nein, ist runter. Junge, kann das lange dauern. Ukri, nimm das Ender-Auge wieder zurück. Ich fahr alleine ohne den los. Wo ist das? Da unten. Okay, let's go, Freunde. Das nehmen wir wieder in die Hand. Ey, Sebaki, wehe, du haust ohne mir ab. Ey, Sebaki, weißt du, was ich da mache? Ich mache einen zweiten Distrack gegen dich, Junge. Und falls ihr den Distrack, also den ersten noch nicht gesehen habt, das 100k-Special. Distrack gegen Sebaki. Ukri, der beste Micro-Spieler, so gut wie Stu. Okay, schau mal, geh vor uns, Junge. Sei mal jetzt leise, guck mal. Was ist denn vor uns? Wächter. Oh nein. Oh nein, weg, vorweg. Ich hab Lemo bekommen. Ich hab Lemo bekommen. Gegen die will ich nicht kämpfen. Gegen die will ich auf keinen Fall kämpfen. Die verfolgen uns. Bei 100.000 Abonnenten bei mir mache ich auch Distrack. Also lasst alle bei mir ein Abo da, Leute. Das könnt ihr gerne machen, Freunde. Der wird viel besser als deiner. Diamond Schwert und du keines mehr. Ich bin der Beste hier und du bist weit entfernt. Ich schick dich in den Nether. Du bist eingesperrt. Mit dem Boot ein Fall ins Herz. Zukri. Der beste Micro-Spieler, so gut bist du nie. Sui. Okay, Freunde, ich würde sagen, falls ihr noch nicht gehört habt, checkt es unbedingt hier vorne ab in der Infobox oder halt oben in der Videobeschreibung. Ich werde euch den verlinken. Der ist auf Spotify erhältlich. Let's go, Leute. Und jetzt würde ich sagen, bin ich sowas von gehypt. Wir sind gleich beim Bedrock-Drachen. Warte mal, lass mich nochmal hier werfen. Lass mich nochmal werfen, bleib mal kurz stehen. Und zack, in welche Richtung? Jojo, bleib stehen, was machst du? Wo ist der? Wo, in welche Richtung? Ah, da vorne, dahin. Ui, Simlaki, schau mal, was ich gesehen habe. Hier vorne ist das Enderportal. Wir sind gerade davor, wir sind einfach dabei, wir sind einfach vorbeigefahren. Junge. Lol, wirklich, Ukri? Warum hättest du mich, Simlaki? Willst du es kämpfen, Junge, oder was? Ich nehm dich jetzt hops, Alter, ich nehm dich jetzt hops, Junge. Bam, komm her. Ja. Alter, wie bist du jetzt gegen Elder kämpfen? Bist du verrückt? Ja, Verfolgung haben wir doch gesagt jetzt. Jetzt nutze ich meine Chance, Junge. Komm her, Batz. Ja, wie willst du hier reinkommen? Du bist verrückt, Sebaki. Komm mal nach, Alter. Wie willst du hier reinkommen, Ukri? So, Leute, ich habe eine perfekte Idee, wie du reinkommen. Ey, du hast. Warte mal. Die Tür geht ja auch zu, Dings da. Oh nein, das Ganze ist gar nicht gut. Können wir. Warte, ich versuche mal die Tür zu platzieren. Zack. Okay. Jetzt müssen wir hier vorne. Nein, nicht die Tür berühren, Bro. Oh, du bist so lost, Sebaki, Mann. Freunde, das ist unsere Chance. Jetzt nervt uns Sebaki auch nicht. So. Bro, bist du eigentlich komplett verrückt? Let's go! Okay, Freunde, was machst du denn da? Alter, okay, Freunde, wir sind fast drin. Ich geh drauf, Ukri, wie kannst du nur? So, Leute, komm schon, jetzt müssen wir drin sein. Ja, ich hab's geschafft, Sebaki, komm rein, let's go! Okay, wisst ihr was? Jetzt suchen wir nur noch das Enderportal. Let's go! Jetzt suchen wir nur noch das Enderportal. Hier ist eine Kiste, lass mal direkt schauen, was da drin ist. Ja, okay, nichts Wichtiges. Nein, Verzaubern tun wir jetzt eh nicht. Enderportal suchen. Wo ist das Enderportal? Ukri, komm mal hier hin. Und jetzt, nein, Ukri, kommst hier nicht hin. Dein Ernst? Junge, hops genommen, Alter, sowas von. Komm her, Ukri, ja. Willst du hier lang? Nee, aber da geht's gar nicht weiter. Ciao. Okay, Leute, wir finden jetzt das... Hä? Hier geht's echt nicht weiter. Wir müssen irgendwie hier durchgraben. Ey, Leute, ist echt ein Labyrinth hier. Aber ich habe das Enderportal gefunden. Sebaki, ich bin da. Ich baue hier direkt einen Spawner ab. Zack, den brauchen wir nicht. Als wenn, du Fischgesicht. Bro, nenn mich einmal noch Fischgesicht. Ganz ehrlich, Sebaki, bist du verrückt? So, zack, wir müssen jetzt aufpassen, dass du nicht hier auf die Raben drauf gehst. Sonst verwandelst du die auch zu, Dings da. Oder das klappt gar nicht. Klappt nicht, Ukri. Guck, okay, sehr gut. Sehr gut, zack, zack, zack. Junge, stell dir vor, die hätten sich jetzt verwandelt. Was hättest du dann gemacht? Hätten wir das Enderportal... hätten wir Ender dran können. Ja, ich wusste, dass es nicht klappt, Ukri. Ich hab immer... Junge, pass auf, dass du hier irgendwas nicht kaputt machst. Und rein da, let's go, Leute! Wow, wir sind einfach jetzt im Enderportal. Oh, das... Was okay, das heißt, Sebaki? Jetzt können wir den Enderdrachen besiegen, aber das wird kein normaler Enderdrache. Wenn wir den jetzt einmal hitten, ich glaub, dann verwandelt er sich zum Bedrock-Enderdrache. Jetzt heißt er noch Enderdrache, Leute, aber gleich, wenn wir ihn hitten, heißt er wahrscheinlich... Oh nein, dann heißt er wahrscheinlich Bedrock-Drache. Okay, no way. Okay. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, wo ist der hin?
Wo ist der hinterher? Wo ist der? Wo ist der? Okay, der campt hier doch irgendwo. Der campt hier irgendwo. Oh, da vorne ist der. Okay. Ich würde sagen, solange er noch kein Badrock-Drache ist, lass uns aber schnell die Kristalle zerstören. Am besten mit Wasser, Freunde. So, zack. Wir gehen jetzt mit dem Wasser da nach oben. Du hast recht, Ukri. Wenn er in der Mitte kommt, dann sprenge ich das Bett in die Luft. Okay, ihr wisst ja ganz genau, Freunde. Man muss erstmal die Kristalle zerstören, damit der Enderdrache sich nicht mehr heilen kann. Und die sind hier überall auf diesem Obsidian verteilt, auf diesem Obsidianturm. Die müssen wir zerstören, Freunde. Und dann können wir auch den Enderdrachen erst zerstören. Oder beziehungsweise gleich einfach mal Badrock-Drache. Und boom, zack, erster Kristall down, direkt zum nächsten. Und zweiter Kristall down, Leute. Was? Aber irgendwie hat sich der Enderdrache zum Badrock-Drachen verwandelt. Okay, ich habe ihn nicht getötet. Schau, ich glaube, der war hier unter dem Kristall und dann hat er sich auf einmal verwandelt, Leute, weil ich ihn irgendwie aus Versehen gehittet habe anscheinend. Junge, was, Alter, wie krass sieht der denn aus? Der ist jetzt nochmal viel stärker als der normale Enderdrache. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie zum nächsten Kristall kommen. Und das wir jetzt ich hab Enderperlen, Ukri. Ich tippe mich dorthin. Bats, okay, sehr gut. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Guck mal hier, ich mach die OP-Taktik, Leute. Wir gehen so zum nächsten Kristall. Alter, wie krass wird das denn? Ich baue mich hier komplett hoch. So, zack, 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 zack. Und jetzt, boom, mit dem Boot, Leute. Wuhu, let's go. Schaffen wir es? Oh, Alter, daneben. Nein. Okay. Zwacki, der Enderdrache ist in der Mitte. Ich hab dein Bett gezählt, Ukri. Ich spreng jetzt in die Luft. Der ist 1, 2, ich würde das nicht machen, eigentlich. Wow, Alter, ich bin weggeflogen, Ukri. Aber ich save mich. Aber das bringt gar nichts. Der hat gut Schaden bekommen. Aber der wird sich jetzt wieder heilen. Wir müssen erst die Kristalle alle zerstören. So, weiter nach oben. Zack, let's go. Wuhu, oh nein. Jo, Alter, der hat mich voll weit weggeschubst. Ich hatte meinen Wassereimer nicht. Der hat mich fast geholt, Alter. Ich muss echt aufpassen. Ich habe den nächsten Cube, Ukri. Nur noch ein paar Stück. Ich glaube sogar nur noch eins, zwei. Nur noch zwei Cubes. Okay, wir stacken uns den vorletzten Cube. Boom, ich habe sogar Schaden gemacht beim Ender dran. Jetzt hol dir das letzte, den letzten Cube. Ich schieße ihn einfach ab mit dem Bogen. Und... komm schon! Bam! Das war der letzte Cube. Und jetzt, wisst ihr, was das heißt? Enderdrache, du wirst jetzt eine Rache bekommen. Ich meine, Badrock-Drache. Du wirst jetzt sehen. Enderdrache kriegt Rache, okay. Badrock-Drache kriegt jetzt Rache und wir nehmen ihn jetzt komplett hops, Alter. Okay, wenn er in die Mitte kommt, müssen wir ihn hitten, weil wir haben keine Pfeile mehr. Das ist ganz und gar nicht gut. Und ich sehe gerade, wir können einfach Feuer zu Badrock verwandeln. Was? Als ob. Hä? Alter, wirklich. LOL. Und der Enderdrache kommt in die Mitte, das ist unsere Chance. Zack, ich gehe jetzt hier runter. Komm schon. Und gleich müssen wir ihn richtig gut hitten. Simaki, komm du auch, schnell, schnell, schnell. Aufpassen, zack, 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 zack. Leute, wie kriegen wir den denn ran? Okay, er muss jetzt nur lange hier stehen bleiben. Ich helfe dir, oh nein, der ist weg. Egal, wir werden einfach warten, bis er wieder zurückkommt. Und sagen, hole ich mir ein paar Enderperlen, damit ich mich immer sicher safen kann, falls ich irgendwie in die Luft geschlagen werde oder so. Ist ja ganz gar nicht gut. Zack, noch eine Enderperle. Sehr gut. Wenn er wieder runterkommt, dann holen wir ihn sofort, Alter. Aber sowas von, Junge. Warte ab, was wir mit dir anstellen, Badrock-Drache. Du bist zwar stärker als der normale Enderdrache. Aber gegen uns okay, doch, vielleicht eine Schotze. Der hat fast abgeknallt gerade. Wir haben die Badrock-Items, deswegen kannst du es nicht besiegen. So ein Ding ist das. Ich zünd den Enderdrachen nämlich gleich an. Okay, Leute, der ist jetzt ein paar Mal in die Mitte gekommen. Und ich glaube, das ist das letzte Mal, dass er in die Mitte kommt. Weil jetzt werden wir ihn besiegen, Junge. Nimm das, Enderdrache. Nimm das, Junge. Simlaki, helf mir doch. Helf mir schnell. Damit wir ihn besiegen können. Bitte, 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 bitte. Komm schon, der hat so wenig Leben. Ukri, let's helf mir. Go. Komm hier runter, komm hier runter, komm hier runter. Oh, oh, ich schaff's, Ukri, wir schaffen es gemeinsam. Wir schaffen das, komm schon. Nein, der ist wieder weg. Nein. Ukri, sorry, Ukri. Ich hab noch einen Pfeil. Okay, ich muss treffen. Schaff's das, warte mal. Boom, getroffen. Oh, ich hab keinen leider mehr. Hast du vielleicht noch einen Pfeil? Ja, klar. Ja, warum fragst du mich, Ukri? Ich hab noch Pfeile. Pass auf, Ukri, mach die Endermans weg. Hier, ich hab noch 7 Pfeile, es muss reichen. Oh, Alter, OP, Junge. Warum hast du nicht direkt Bescheid gesagt? Der macht mal die blöden Endermans hier weg, die nerven so hart, ich sag's dir. Bro, warum attackieren die uns auf einmal alle überhaupt? Ich hab 7 Enderperlen. Weil wir den Enderdrachen besiegen wollen. Okay, Enderdrache, das sind die letzten Pfeile, die ich jetzt besiegen werde. 1, 2. Ich schieße ab mit Enderperle, Boot, 4. Oh nein, nein, der ist in der Mitte. Oh nein, ich brenne. Nimm das, komm, letzter Schlag. Letzter Schlag. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Wie, du bist draufgegangen? Was passiert? Ich bin draufgegangen, ich hab mich selber gekillt. Dein Ernst? Egal, ich hab es geschafft! Wenn ich es geschafft habe, haben wir es auch beide geschafft. Ich würde sagen, all die Einzelnen, die Kommentare geschrieben haben, die haben auf jeden Fall richtig gewettet, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben einfach mit, indem wir, wir hatten nur Badrock-Sachen ganz am Anfang, Leute. Und wir konnten nichts abbauen, nicht mal Holz, Leute. Wir mussten so viele logische Sachen anwenden. Wir haben einfach die Challenge komplett gemeistert. Ich würde sagen, lasst mal alle ein Like dafür und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Challenges mehr zu verpassen. Oder halt Bau-Challenges, Lucky-Block-Challenges und alles weitere, Freunde. Schreibt in die Kommentare, welches Video wir als nächstes machen sollen. Und jetzt würde ich sagen, checkt doch unseren anderen Kanal ab. Der ist der Mukri nämlich. Da machen wir immer so coole Challenges, falls ihr den noch nicht gekannt habt. Und checkt den Lucky ab. Jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge und vergesst nicht, am 1.12. das Merch abzuchecken. Wir schicken euch auf jeden Fall noch den Shop-Link. Wird richtig, richtig geil. Haut rein. Ciao, ciao, Freunde. Drückt auf die nächste Folge, die hier eingeblendet wird. Und tschüss.